Ich bin's, euer kleiner Lebkuchenmann. Mit Lars! Oh, yeah. Hä, wo bist du? Ach, da. Wir sind hier tatsächlich auf einem eigenen Server. Und wir müssen uns tatsächlich noch prügeln. Aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit damit. Denn wir haben nämlich hier etwas, was uns ablenkt. Und zwar 10 Container. Okay? Diese 10 Container, die werden wir jetzt irgendwie auswählen. Hallo, nicht dahin gehen, nicht hingehen. Nee, ich geh nicht hin, Also, ich erkläre nur kurz, damit die Leute Bescheid wissen. In jedem von diesen Container ist ein Fahrzeug drin. Manche sind besser, manche sind schlechter. Lars muss sich ein Fahrzeug aussuchen und ich muss mir ein Fahrzeug aussuchen. Und dann fahren wir ein Rennen. Und derjenige, der schneller ist, gewinnt. Und das Rennen ist immer bis da hinten zu diesem einen Haus da. Der Erste, der das Haus erreicht, gewinnt. Okay? Willst du als Erstes auswählen, Lars? Was denkst du? Okay, ich bin bereit. Okay. Zeig mal her. Ich glaube, ich nehme dann ganz klassisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welche nimmst du? Ich glaube, ich starte mit der goldenen Mitte. Warte mal. Nimmst du die 5? 5. Okay. Ich glaube, ich nehme die Nummer 5 hoch. Dann wird die Nummer 5 sich jetzt für dich öffnen. Ob sie richtig stehen oder nicht, sagt euch gleich. Das Mann ist das, ein Schrottauto. fahr das mal raus, steig mal ein, Alter. Yo, was ist das denn? Was ist das? Ist das ein Eiswagen oder so? Was ist das denn? Ich check das gerade gar nicht. Ist das so ein Hollywood-Mobil, wo man so andere Leute mitnehmen kann? Warte mal. Oh, kann ich da hinten eigentlich einsteigen? Ja, steig. Warte. Steig mal ein, ey. Ich glaube, ich kann nicht hinten einsteigen, oder? Ich kann nur vorne einsteigen. Okay. Siehst du mich? Ja, ja, du gibst mir gerade den Mittelfinger, glaube ich, oder? Warte, mach noch mal. Stinkefinger. Wow, toll. Gut, ich wähle mir auch eins aus. Da muss ich jetzt ein bisschen, muss ich nicht so viel Glück haben, weil das ist echt nicht so schnell. Ich nehme mal die Nummer 8. Wow. Die Nummer 8 nehme ich. Das ist meine Wahl, die ich da nehme. Ja, aber es... Nummer 1. Ich hab halt immer Glück bei sowas. Oh nein, Lars! Mein Auto ist gar nicht gut. Meins steht nicht mal richtig. Ich kann nicht sehen. Meins steht nicht mal richtig. Oh nö! Lars, ich kann deins gar nicht sehen. Warte mal. Wie jetzt? Ich muss da noch kurz... hier. Ach lol. Oha, war voll cool. Warte mal, wir spawnen das einfach nochmal neu. Okay, da ist es. Jawohl. Okay, Lars, dann würde ich sagen, wir haben unsere Autos gewählt. Fahren wir jetzt ein Rennen? Ja, wir fahren jetzt ein Rennen. Und zwar du gegen mich. Und wir werden uns jetzt tatsächlich nach dort vorne begeben. Okay. Und zwar ich bin ready. Ich habe gedacht, ich krieg voll den Sportwagen, aber ich habe gar keinen Sportwagen bekommen. Okay, aber mal gucken, wer schneller ist. Okay, bist du bereit? 3, 2, 1. Der Erste, der am Haus ist. Okay. Das habe ich. Das habe ich so safe, Mann. Aha. Und gewonnen. Ich habe es berührt. Oh, aber würdest du sagen... Oh mein Gott. Das ist so ein Mistauto. War schon eine knappe Geschichte. Komm, ich nehme dich mit und wir machen nochmal ein Rennen. Du musst halt besser auswählen, Mann. Diesmal darf ich als Erster auswählen. Ich nehme die Nummer 10. Diesmal möchte ich die Nummer 10 haben. Nummer 10 ist, glaube ich, das... Da ist was Nices drin. Bestimmt. Komm schon. Nummer 10. Was ist das denn? Oh nö, Lars! Ach lol! Ich hab's jetzt erst gesehen! Ich hab so ein kleines Spielzeug! Aber der Button geht ja richtig ab! Alter, das sieht voll gruselig aus, das Auto! Boah, der geht richtig weird aus! Alter! Junge, das sieht aus, als ob... Darf ich jetzt auch mal... Alter, der hat sogar so Auspuff an der Seite, ne? Ja, echt jetzt? Wo? Tatsächlich vorne an der Motorhaube einfach! Gib mal Gas! Warte, okay. Wumm! Guck, ich kann hier auch für immer drauf stehen bleiben. Oh, krass! Wahrscheinlich für immer drauf stehen bleiben. Okay, such dir eine aus, Mann. Entweder 1, 2, 3, 4. Okay, dann nehme ich die Nummer 3. Die Nummer 3, okay. Was ist hinter der Nummer 3? Was ist das? Junge, was hat der für eine Nase? Oh nein. Alter, was ist das? Ein Düsenjet, hallo. Das ist einfach ein Turbomobil. Oh nein. Leute, steigt ein, Mann. Let's go. Ich hab's so verloren. Okay, gut. Gib mir... Oh Gott. Das wird so. Was? Du kannst schießen? Oh nein. Okay, dann 3, 2, 1, go! Oh nein, nein, nicht mich abschießen. Ich hab dir sogar voll den Vorsprung gelassen, Mann. Guck mal. Nein! Nein! Hey, aber es war gar nicht mal so unknapp. Boah, krass. Schießt du den gerade ab? Boah, krass. Ja, ich will wissen, was passiert. Der hat jetzt sogar so einen Platten und so. Aber der ist unzerstörbar, dieser Wagen. Ah, nee, nicht so ganz unzerstörbar.
Oh, crazy. Ich baller euch alle ab, Mann. Dein Auto ist richtig cool, Lars. Das ist echt lässig, Mann. Oh nein, nein. Ah, nein. Das ist schon ein Clownsmobil. Ich möchte ein anderes Auto. Oh. Okay, okay, okay. Lass mal andere Autos wählen. Oh, Alter, dein Auto sieht so gefährlich aus, Mann. Das ist so crazy. Was nimmst du? Was nimmst du? Ich krieg gerade irgendwie Funk rein. Mir hat jemand gesagt, lass ein Like da. Aber warte, ich nehme Nummer 6. Hat mir Nummer 6? Nee, Nummer 6 haben wir noch nicht. Nummer 6. Ui! Okay, was haben wir denn da? G-Class. Klassischer Jeep, okay. Da muss ich natürlich kontern und dann nehme ich die... Ich nehme die Nummer 1, weil ich bin nämlich die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1 und deswegen hole ich mir den ersten Platz. Nice! Der erste Platz ist sehr, sehr stark. Oh, nö. Alter, einfach ein Taxi. Oh Gott, okay. So, aber ich sag's dir, Taxis sind richtig schnell, Mann. Bist du bereit? 3, 2, 1, go! Oha, oha, oha. Oha, das Taxi zieht. Das Taxi zieht richtig. Das Taxi zieht richtig. Oh, oh. Wow. Ah. Ganz okay, das knapp. War wirklich übel knapp. Boah, krass. Warum steckt man einfach raus? Ha, du setzt dich da wieder rein. Hey, ist gefährlich hey, Bro, draußen. Brauchst du ein Taxi? Hey, Mann, kannst du mich mal mitnehmen? Brauchst du ein Taxi, Bro? Okay, okay. Der steigt so langsam ein, Mann, als ob wir den ganzen Tag Zeit haben. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Es ist schon 15.16 Uhr. So, ich bin wieder dran mit Erster auswählen. Und ich weiß, was ich nehme. Ich nehme die Nummer 9. Ich nehme auf jeden Fall die Nummer 9. Nummer 9. Öffne dich! Wow! Oh, lol, das hat funktioniert. Okay, jetzt hat es funktioniert. Oha, aber der ist cool. Okay. Der ist cool, das ist so eine Art McLaren mit Turbo. Oh, Turboantrieb. Nice, Mann. Das ist das, was ich haben wollte. Dann nehme ich die Nummer 2. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, warte doch mal. Das war aus Versehen. Ich hab jetzt die Nummer 2 gewählt, Mann. Das hier ist meiner. Was ist da drin? Oh, kleiner Lowrider. Alter, Dreckskarre, Mann. Dreckskarre. Was ist das für eine Dreckskarre? Vielleicht ist der ja richtig schnell, Lars. Vielleicht ist der ja richtig, richtig schnell. Ja, wahrscheinlich ist der schnell. Na dann, würde ich mal sagen, der Erste, der das Haus aber erreicht. Aber der hat einen kranken V8-Sound. Hat der echt einen kranken Sound, Mann? Okay, dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1... Go! Und ciao! Ja, oh mein Gott, ich ciao, bin gegen Roman. Dieses Ding da gefahren. Nein, Lars! Und gewinnt! Come on! Oh, Leute! Oh, ich hab doch noch geholt. Ich hab den Zaun vor dir berührt. Hier ist Slow Motion. Tatsächlich, ich habe das Haus nochmal vor dir berührt. Alter, aber gerade nochmal ein richtiger Comeback hatten wir gerade. Aber komm. Der hier ist sehr, sehr schnell, Mann. Ja, gell, der sieht echt schnell aus. Der hat auch so Auspüffe in seinem seiner Motorhaube vorne drin. Der ist wirklich krass schnell. Guck mal, wenn ich Vollgas damit gehe. Ja, der, guck mal, der geht ist schon richtig, richtig schnell. So, Lars, du hast jetzt die Wahl zwischen Nummer 4 und Nummer 7. Und ich muss den anderen nehmen. Ding, 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 ding. 4 oder 7. 4 oder die 7? Was willst du nehmen, Mann? Oh Gott, das ist ja so crazy. Was nehmen wir denn da? Ja, die Frage ist halt einfach, also die ersten paar waren auf jeden Fall, das erste war das Taxi, das war Billo. Du hattest jetzt das eine, das war super stark. Dann würde ich sogar sagen, nehme ich das hier. Die Nummer 7? Ich nehme die 7, ja. Oh nein, das ist so crazy. Oh, der hält, die 4 ist aufgegangen. Aber der ist ein DeLorean, ne? Oh, was? Warum ist denn jetzt die 4 zuerst aufgegangen? Okay. Nein, Mann, bei mir war es zuerst der hier. Okay. Echt jetzt? Oh mein Gott. Hä, du bist bei mir in den Container eingestiegen. Fahr mal raus. Verbuggt, aber guck das hier. Wow! Das ist mein Auto. Das war gerade richtig unerwartet. Das war gerade ein bisschen buggy, aber wir haben unsere Autos bekommen. Oh, Alter, ich eine Tür. Wie heißt der nochmal? DeLorean? Das ist, glaube ich, so eine Art DeLorean, ja. DMC, aber ich habe so ein richtiges Kackauto. Warte kurz. Du hast ein richtiges Moment. Clowns-Auto. Oh, Alter, meine Tür geht so cool auf. Warte ganz kurz. Richtiges Kackauto. Richtiges Kackauto. Aber vielleicht fährt das ja richtig schnell. Los geht's, komm, wir probieren's aus. Okay, ich gebe dir ein bisschen Vorsprung, weil die Hupe so witzig ist, okay? Ich mache ein bisschen Rückwärtsgang und du kannst so eine Autolänge vor mir starten, okay? Oder zwei Autolängen. Ja, okay, wenn du das sagst. Dann 3, 2, 1, go! Okay, okay, okay. Oh, Lars, ja, es ist ein Weg, du kleiner Clown, du.
Ja! Oh! Au! Noch mal in Zeitlupe! Okay, gut mit. Das war gerade knapp. Vorsprung. Das war schon knapp, wegen dem Vorsprung, glaube ich. Ja, gut, okay, meine Damen und Herren. Aber mein Auto macht Geräusche. Ja, Lars ist ein Clown, so wie sein Auto auch. Hör mal. Was macht das denn für Geräusche? Ich höre es nicht. Aua! Au! Du hast mich überfahren. Okay, Leute, das war das Rennen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!